Die Deutschen sind bekannt dafür, dass sie nicht gerne Smalltalk machen. Ich werde heute mal hier in Berlin versuchen, ob ich nicht doch ein bisschen Smalltalk mit den Menschen hier machen kann. Los geht's! Smalltalk. Oh, nicht mein Thema. Nee, bist du da nicht gut drin? Nein. Smalltalk bin ich ganz schlecht drin. Ja, wie kommt das, dass wir Deutschen da so schlecht drin sind? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht sind wir zu ernst. Schönes Wetter heute. Ist wirklich schönes Wetter heute. Schönes Wetter heute. Finde ich auch. Und das für die Jahreszeit. Ja, Wahnsinn, ne? Ja, Wetter ist schön heute. Ja, ne? Finde ich auch. Wetter ist wirklich schön im Moment, dafür, dass wir schon Oktober haben. Herrlich. Sonst meckern wir ja immer gerne übers... Ja, mir ist auch ein bisschen zu warm. Ich habe mich anders angezogen. Ja. Wie findest du das Wetter in Berlin? Vor allem so wie bis jetzt, sehr gut. Was heißt bis jetzt? Seit wann? Seit August. Seit August bist du hier? Ja. Dann würde ich sagen, stell dich mal auf ein paar sehr kalte und harte Monate ein jetzt, denn... Ich weiß schon das. Denn der Winter in Berlin ist hart. Ich weiß. Aber wenn du jetzt manchmal gezwungen bist, Smalltalk zu machen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, ja, du kommst auf eine Party. Ja, hast du? Ja. Was machst du denn dann? Nee, ich versuche, mich reinzulassen einfach. Oder ich sage halt, okay, ich lasse die Leute spielen und suche mir halt einen Gesprächspartner, mit dem ich keinen Smalltalk betreiben muss. Auf die Frage, wie geht's, wird eine ehrliche Antwort gegeben, auch wenn es einem nicht so besonders gut geht. Und das möchte dann meistens keiner hören, das fällt nicht in die Kategorie Smalltalk. Wie geht's? Boah, richtig scheiße. Meine Oma ist gestern gestorben, mein Hund hat sich die Pfote gebrochen. So, und das ist dann der Bereich Smalltalk, was dann nicht unbedingt reingehört. Da muss man dann mit leben in Deutschland, wenn man so eine Frage stellt, dann kriegt man auch die harte Antwort zu hören. Ja. Wo wir gerade vom Reden reden, habt ihr mitbekommen, dass wir den Easy German Podcast gestartet haben. Dort machen wir keinen Smalltalk, sondern reden jede Woche über das Leben in Deutschland, über gute Ausdrücke auf Deutsch, sogar über Philosophie manchmal. Schaut am besten mal auf easygerman.fm. Dort steht, wie ihr den Podcast abonnieren könnt. Und wenn ihr uns auf Patreon unterstützt, dann bekommt ihr zusätzlich ein Transkript zu jeder Episode und eine Vokabelhilfe, wo wir euch die wichtigsten Wörter und Übersetzungen jede Minute anzeigen. So ähnlich wie die Untertitel bei diesem Video. So, weiter geht's. Und du so? Ich glaube, ich trinke nachher noch ein Bier. Ah ja, welches Bier trinkst du gerne? Tannenzäpfle. Nee, das trinkt man ja im Süden von Deutschland. Und die Hipster in Berlin aber auch. In Berlin, ich trinke das hier auch. Ich trinke gern polnisches Bier tatsächlich. Oh, welches? Żywiec? Tyskie oder? Tyskie habe ich mal gelesen, entspricht nicht dem deutschen bayerischen Reinheitsgesetz. Wusstet ihr das Gebot, weil da Zucker drin ist? Aber deswegen schmeckt das so gut. Ja, ich glaube ja. Und sonst? Ja, sonst ist es eigentlich ganz schön. Ich wollte mit dem Fahrrad hierher kommen, habe ich aber nicht gemacht. Ich bin eigentlich aus Schöneberg und nicht von hier. Und was machst du sonst so? Ein bisschen chillen, würde ich sagen. Ein bisschen die Sonne genießen. Ich muss eine Sonnenlampe kaufen oder so. Vitamin, viele Vitamin. Gegen die Depression. Leute, Wohnungspreise in Berlin. Furchtbar. Werden auch immer teurer. Das Wichtigste ist, dass man gesund ist. Das ist richtig. Also ich habe gerade noch mal ein bisschen recherchiert und habe in einem anderen YouTube-Video gesehen, dass man angeblich für Smalltalk unter Deutschen immer wissen sollte, wie viel Quadratmeter man hat und was man dafür bezahlt. Ja, aber das finde ich Quatsch. Man redet nicht ja über Geld, oder? Das macht man in den USA, aber man redet ja eigentlich in Deutschland redet man nicht viel über das Geld. Aber beim Smalltalk nicht, oder so? Beim locker-flockigen Smalltalk? Ja, das stimmt. Was verdient ihr? Vielleicht könntest du mich fragen, was ich arbeite. Was machst du so im Leben? Was arbeitest du? Ich mag die Frage eigentlich gar nicht. Es war dein Vorschlag, das ist dir schon bewusst. Genau. Wie macht man denn in der Türkei Smalltalk? Wir sagen so, als statt Smalltalk sagen wir mal so von Wetter und von Wasser reden. Ihr redet vom Wetter und vom Wasser? Redewendung, dass man von Wasser und Wetter redet und so. Tatsächlich so, wie gesagt. Ja, was hast du zuletzt gegessen? Bist du hungrig? Oder was hast du gestern gemacht zum Beispiel?
Macht man in Russland eigentlich auch Smalltalk? Nicht so oft wie in Deutschland oder den USA. Aber in Deutschland macht man ja auch sehr wenig Smalltalk eigentlich. Stimmt. In Berlin aber mehr als andere Orte in Deutschland, glaube ich. Ja, weil hier so viele Amerikaner sind wahrscheinlich. So ist das. Naja, die fangen halt nicht irgendwie mit einer Frage direkt an, außer dieses übliche Hey, how are you? Und darauf wollen sie halt tatsächlich keine Antwort haben. Und dann, eigentlich gibt es erstmal ein Kompliment. So, dann hast du eine geile Basis und denkst dir erstmal so, ja? Und das ist halt das, glaube ich, was die Deutschen nicht können, weil sie sind sofort, ja, was machst du so? Und die Amis sagen halt, du siehst toll aus heute, diese Jacke, das ist ja unglaublich. Ich wollte dir auch ein Kompliment machen, ich finde deinen Style, also geile Hose und so weiter, also ja. Du bist auf jeden Fall dressed to impress, dressed to impress, ja. Tatsächlich, ja, danke, vielen Dank. Ja. Wo kaufst du denn deine Kleidung immer ein? Unterschiedlich. Die habe ich jetzt aus so einem normalen Store einfach, also keine Kette, sondern es war so ein lokal produziertes Zeug, aber... Ja. Das ist ja auch besser, man soll die großen Ketten nicht so unterstützen. Absolut, wichtig, ja, genau. Weil zu viel Kapitalismus tut unserer Welt auch nicht gut. Ja, das kann sein. Ich habe tatsächlich eine Zara-Jacke an, stand über mein Haupt, aber ja. Darum gut, aber sie ist auch schön. Deine Sonnenbrille, wo hast du die gekauft? Die ist wirklich toll. Rossmann. Ah ja, da muss ich auch mal hin. Rossmann gehe ich ja auch tatsächlich ganz gerne, das ist bei mir um die Ecke, das ist, weißt du? Ich muss um halb zu Hause sein, ich habe noch 5 Minuten, um 5 Uhr um die Ecke zu laufen. Warum? Was ist denn in 5 Minuten? Muss ich doch Bier trinken. Aber man muss eigentlich erst fragen, ob wir fotografieren. Ah ja, dürfen wir sie filmen? Ja. Dankeschön. Ja, ich kriege nämlich immer Ärger dafür, dass ich erst nachträglich frage. Ja, genau. Ich fand's super. Toll, das war gut. Das war unser zweiter Versuch und der war besser als der deutsche. Ja. Ja, also mein Fazit des Tages ist, dass die Deutschen zwar tatsächlich fast alle sagen, sie mögen keinen Smalltalk, aber wenn man es einfach mal probiert, sind sie am Ende gar nicht so schlecht da drin, wie sie sagen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was eure Erfahrungen sind mit Smalltalk, entweder in euren Ländern oder in Deutschland oder mit Deutschen. Und wenn ihr Kari und mich und Janusz noch länger quatschen hören möchtet, dann könnt ihr ja mal unseren neuen Podcast abonnieren. Wie das funktioniert, steht auf easygerman.fm. Und wenn ihr ein Mitglied werdet von Easy German bei Patreon, dann bekommt ihr nicht nur interaktive Übungen zu diesem Video, sondern auch das Transkript und die Vokabelhilfe zum Podcast. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald. No me claves tus puñales por la espalda.